this time. It has to be different. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Resident Evil 4, das Remake. Angekommen mittlerweile in Kapitel Nr. 13. 17 Sammelobjekte, oder besser gesagt 17 Objekte haben wir zu finden. Und direkt am Start, wir sind hier wirklich gerade direkt frisch gestartet, gehen wir erstmal hier zum Händler rüber und kaufen uns die Schatzkarte. Ich wurde schon gefragt, ob man die kaufen muss. Ich denke eher nein. Die Schätze kann man, soweit ich weiß, trotzdem aufheben. Wenn man hier meinem Video folgt, dann bräuchte man die Schatzkarte, denke ich nicht. So, paar Schritte weiter. Wir gehen halt hier Richtung der bösen Festung, müssen hier so ein paar Laserfallen ausschalten. Ich habe mich dagegen entschieden und habe einfach Alarm ausgelöst und alles weggemacht, was mir gerade im Weg war. Aber ich muss trotzdem an die Schatzkiste ran und deswegen machen wir hier den Turm aus. Weil sonst ballert der Böse, das wollen wir nicht. Und dann können wir hier an die Schatztruhe und nehmen den Perlenarmreif mit. Und jetzt kann ich schon einen kleinen Cut machen und zwar ins Innere vom Gebäude. Wir sind also gerade durch das Tor durchgegangen, ein paar Schritte. Haben wir uns also hier rein bewegt, ne? Von da sind wir gekommen und jetzt gehen wir hier lang, machen einmal dieses Feuerfass weg und finden dahinter eine Schatztruhe mit einem Goldluchs drin. So, damit kommt auch schon wieder der nächste Schnitt, der nächste Cut ist schon wieder da. Und zwar, wenn ihr an diesem Fabrikkomplex ankommen. Da ist auch wieder der zweite Typ mit dem Raketenwerfer. Dann gehen wir hier unten lang. Wie gesagt, hier linke Hand hat man den Raketenwerfertypen weggemacht. Dann haben wir einmal hier eine Schatztruhe mit einer eleganten Krone drin. Und dann haben wir direkt daneben einen Kastellan. Hört man auch wieder ganz gut. Dadurch, dass die Gegner weg sind, hört man den sehr, sehr gut. Da ist er versteckt. Und von hier aus können wir gleich am Stück weitergehen zum Seidenkristall. Treppe hoch. Einmal nach rechts abbiegen, dann nochmal nach rechts in die Tür und dann sind wir auch schon da. So, Seidenkristall im Sack und der nächste Cut, Und zwar hier unten, das ist schon wieder eine Etage tiefer. Ihr müsst immer so ein bisschen drauf achten, wenn ihr verwirrt seid bei der Karte, auf welcher Ebene ich mich befinde, auf welcher Ebene die Karte eingeblendet ist und könnt das dann selber dementsprechend bei euch anpassen. So, hier rein und direkt auf der Waschmaschine, auf dem Trockner liegt unser Schatz und damit geht es zum nächsten. Und zwar, wenn wir hier, müssen wir sowieso von der Story geführt hin, ne? Weil wir müssen ja die Schlüsselkarte Stufe 3 machen. Dafür legen wir hier den Hebel um. Und holen uns erstmal einen roten Beryl. Das ist erstmal das erste Ziel hier an dieser Stelle. Wie gesagt, alle Schlüssel-Items sind mit drin. Hier verpasst ihr also nichts. Hier könnt ihr hundertprozentig mit durchrennen. Allerdings sind natürlich zwischendurch Wege geschnitten. Wegen, ja, weil sonst würde die Videos einfach viel zu lang werden. So, hier müssen wir das erste kleine Rätsel lösen. Ich habe das schön langsam gemacht, hoffe ich, für euch. Und halt jetzt die Klappe. Weil dieses leichte Piepen, wenn man einen berührt, ich denke mal, das hilft euch auf alle Fälle weiter und deswegen bin ich da ruhig gewesen. So, jetzt können wir also Schlüsselkarte Stufe 1 holen, die ist hier hinten drin und die müssen wir jetzt noch zweimal upgraden auf Stufe 2 und auf Stufe 3. Aber erst einmal holen wir hier einen Goldbarren, den ignorieren wir, den dicken, da kümmern wir uns später drum und nehmen hier den Goldbarren raus. So, dann holen wir uns als nächstes eine Wumme und wie gesagt, die zählt auch als Schatz, habe ich ja unten reingeschrieben. Das bedeutet, dass das also hier dann Objekt 11 und 12 ist. An einem Stück, obwohl wir nur eine Sache aufheben. So, erst einmal hier wieder den Hebel betätigen. Ich versuche den Dicken wieder einigermaßen zu ignorieren. Er ignoriert mich aber nicht. Der Lump. So, abbiegen. Dann hier an diesem silbernen Topf vorbei. Sage ich einfach mal, und jetzt geht es ab ins Kalte. Dann können wir jetzt hier die Schlüsselkarte benutzen. Schlüsselkarte Stufe 1, einmal hier rein. Dann gehen wir in den Raum und hier lassen wir dann gleich Stufe 2 machen. Und hier das nächste Rätsel.
So, auch das haben wir gelöst und können dann, wie gesagt, gleich jetzt hier direkt im Raum aus Schlüsselkarte Stufe 1, Stufe 2 machen. Erstmal nehmen wir hier kurz die Wumme mit, wie gesagt, 11 und 12. Und jetzt hinten an der Wand einmal unsere Schlüsselkarte einfügen. Dann gibt es einen kleinen Kampf für uns, habe ich natürlich wieder rausgeschnitten. Wir nehmen gleich Schlüsselkarte Stufe 2 einfach wieder raus. So, von hier aus wieder einen kleinen Cut. Wir sind eine Etage tiefer, ihr seht das ja wieder. Und sind hier unten bei der Inkubationsstation. Und hier gibt es gleich eine Trophäe. Und da könnt ihr Glück haben, da könnt ihr Pech haben. Wie einfach sie ist. Ich habe Pech, daher habt ihr Glück. Ihr seht die komplizierte Variante. So, den Biosensor brauchen wir. Den packen wir auf die Sniper drauf. Habt ihr keine Sniper, geht zurück zum Händler. Sind nur ein paar Meter von hier. Da nehmt ihr die Wumme. Haut dann hier den Biosensor drauf und jetzt sehen wir die Schwachstellen. Jetzt können wir die Schwachstellen an den Gegnern sehen und wir haben ja in diesen Inkubatoren oder wie auch immer das genannt werden möchte, haben wir ja vier Typen drin. Und dann können wir nachgucken, wo deren Schwachstellen sind. Hört sich jetzt gerade kompliziert an, seht ihr gleich. Und wenn ihr Glück habt, dann sind zwei Schwachstellen so positioniert, dass ihr sie mit einer Kugel treffen könnt. Der Typ hat schon mal so das Quest-Item. Aber ihr seht hier, die beiden Schwachstellen kriege ich nicht getroffen. Die kriege ich nicht getroffen. Da, die auch nicht. Und die sind auch alle. Es kann halt einer sein, dass er einen am Bauch und am Rücken hat, dann würde es passen. Dann kriegt man das mit einem Schuss hin. Also müssen wir die komplizierte Variante nehmen. Das bedeutet, wir holen die Jungs raus. So, hier oben die Schwachstelle, da habe ich sowieso keinen gesehen gehabt, wo das passt. Und jetzt probieren wir die Jungs hier einigermaßen so zu positionieren, dass wir halt beide Schwachstellen erwischen. Und das ist nicht ganz so leicht, deswegen also auch leichter Schwierigkeitsgrad ist hier auf alle Fälle angesagt, damit ihr das wirklich hier ganz in Ruhe testen könnt oder halt machen könnt, bis es dann endlich sitzt, dass die beiden schön aufeinander kommen, sodass wir dann die Schwachstellen erwischen können. So. Nee, 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 das wäre es aber fast gewesen. Das wäre es fast gewesen. Das ist es aber. So. Zwei zum Preis von einem. Trophäe freigeschaltet. Damit sind wir ja auch praktisch fast durch. Jetzt nehmen wir noch den Schraubenschlüssel auf, den der eine junge Mann da im Bauch hatte. Und damit wiederum machen wir ein Upgrade von unserer Schlüsselkarte von Stufe 2 auf Stufe 3. Ich danke fürs dabei sein. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst den Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann verpasst ihr hiermit Glocke aktiv kein weiteres neues Video. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.